Ja, jetzt mittlerweile dank Outer City der dingsbumsendste Versuch. Nein, nicht dingsbumsendste, weil wir bumsen nicht, wir bockeln eher. Zumindest bei meinem Fazit in City Car Driving. Aber ja, unterwegs heute im Volvo XC90 mit Benzinmotor und Handschaltung. Handschaltung passt nicht ganz, aber verleiht dem Riesen dann doch noch irgendwo eine gewisse Dynamik. Und deswegen dachte ich mir, naja, warum eigentlich nicht? Ein bisschen Dynamo Dresden kann ja wohl auch selten schaden. Ne? Ja, an sich, leistungsmäßig passt der Mod soweit, speedmäßig auch, der ist nicht schnell gewesen, oder war nie schnell, der XC90, aber, er fährt sich ganz ordentlich und ja, nicht turbobeatmet, aber durch großen Hubraum bringt er dann doch ordentlich Leistung. Und lässt an sich auch ein sehr entspanntes Gefahre irgendwie auf einen zukommen. Also man wird sehr entspannt, wenn man mit dem unterwegs ist. Also man rast irgendwie nicht, man ist sehr bemüht, möglichst wenig Drehzahl zu haben und der macht einfach keinen sportlichen Eindruck. Ja. Was kann ich da heute mal besprechen? Ja, im letzten Video wurde sich beschwert, ich würde um den heißen Brei herumreden. Ich habe zwar eigentlich im Moment kein Dings mit Sahne, nee, oh Gott, wie heißt Milchreis vor mir liegen. Aber okay. Ja, ihr müsst euch nicht fragen, ich habe in dem Moment auf mein Handy getippt. Da seht ihr, was dann passiert. Ich würde um den heißen Brei herumreden. Ist mir jetzt persönlich nicht so aufgefallen, aber okay. Bin da immer wieder offen, auch wenn ich jetzt mit der Kritik nicht persönlich allzu viel anfangen kann. Aber ich versuche das natürlich dann doch auch besser zu machen, wenngleich natürlich ein Thema wie Zivilcourage bei dem Video, was angesprochen wurde, natürlich auch ein bisschen ein komplexeres Thema ist. Wo man dann natürlich auch, gerade als moderner und politisch korrekter Mensch, der ich ja natürlich bin, ich bin. Mein zweiter Name ist politisch korrekt, nicht. Nee, aber da ist man dann natürlich auch irgendwie oftmals ein bisschen zu korrekt. Ich weiß das, auch wenn mir oftmals sogar vorgeworfen wird, dass ich zu inkorrekt wäre. Aber na gut, man kann es wahrscheinlich am Ende eh nicht allen recht machen und das ist nicht wahrscheinlich, das ist sogar ganz sicher. Ja gut, vielleicht war das mit um heißen Brei herumreden gemeint. Aber wer weiß. Aber ihr seht's, geht vorwärts, aber er will nicht so wirklich. Er will nicht rasen. Er will cruisen. Er will mit niedriger Drehzahl 110, 120, 130 auf der Autobahn mit 90 auf der Landstraße. Das ist das Gebiet vom Volvo. Nicht rasend durch die Stadt. Das macht ihm keinen Spaß, aber das ist auch echt klasse umgesetzt. Also der Mod ist sehr, sehr realistisch umgesetzt vom Fahrverhalten her und wo er gut drin ist und schlecht. Optisch jetzt vielleicht nicht die allergrößte Wucht, aber an sich ein sehr, sehr ordentlicher und solider Mod, wenn ihr mich fragt. Ja, was ich mir heute rausgesucht habe, ich habe jetzt eben nochmal auf die Nachrichten geschaut und zwar Thema Klimagipfel ist ja im Moment einer, beziehungsweise ist dann schon vorbei, wenn das Video kommt, aber naja gut, dass ich ein bisschen hinten dran bin, daran habt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch schon länger gewöhnt. Gerade wenn ihr jetzt meine Videos nur schaut. Aber ja, da ist irgendwie folgendes Problem. Und zwar die Staaten, die verstehen sich halt jetzt irgendwie nicht so, weil da ist halt ein Problem. Selbst China hat jetzt zugesagt. Aber natürlich so Entwicklungsländer wie jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt der Kamerun ist, aber ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel. So ein Kamerun, das sagt halt, nee. Ich mach sowas nicht mit. Ich will, dass meine Bevölkerung genug Essen hat. So, ne? Und das sorgt dann natürlich auch für Konflikte, ja, wenn dann die EU sagt, hier, wir wollen und wir müssen und wir sollten und Dings und Bums und Bumsen, ne? Naja.
Nee, Spaß beiseite. Das ist natürlich ein Problem, aber ich muss sagen, ich kann im Zweifel auch die Position der anderen Staaten verstehen, ja. Und ich weiß nicht, was mich dann sehr, sehr, sehr verwirrt hat, war dann, wo es dann hieß, wir wollen die Erderwärmung auf 2 Grad beschränken. Habe ich mir nur gedacht, okay, das ist ja ganz interessant und wer wollt ihr das machen? Seid ihr jetzt Gott oder was? Oder seid ihr nicht Gott oder seid ihr doch Gott oder... Aber, weil ich bin halt der Meinung, dass die Natur ein bisschen unvorhersehbarer ist, als der Mensch sich das oftmals rausnimmt. Also, ich glaub da nicht so zwingend so dran. Dass da der Mensch wirklich Einfluss drauf hat, weil ich meine, es gibt, oder es gab Zeiten auf der Erde, da war es wesentlich wärmer. Als jetzt, zwar im Gesamtdurchschnitt. Und da gab es noch keinen Menschen. Ich meine, klar, dass der Mensch vielleicht daran eine Mitschuld trägt, dass das Klima sich erwärmt, ja. Das kann, darüber lasse ich wirklich auch mit mir reden. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber dass da jetzt irgendwie wir sagen können, wir beschränken das auf 2 Grad, indem wir jetzt alle weniger CO2 ausstoßen, das halte ich dann doch für ein wenig sehr optimistisch. Einfach jetzt mal so ganz pragmatisch gesehen, ja. Das ist für mich eine ziemlich optimistische und zum Teil auch, ich sage jetzt mal, unrealistische Vorstellung. Dass wir uns hier rausnehmen können, zu sagen, es wird 2 Grad wärmer. Aber ich bin da, ich meine, klar, Umweltschutz ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber ich denke, dass das ganz anders machbar wäre. Und zwar, kein Krieg mehr. So blöd es jetzt klingt, man fragt sich jetzt, was hat denn Krieg mit Umweltschutz zu tun? Naja, wenn ich mir überlege, die Umweltverseuchung, die kurzfristige, ja? Wenn ein Panzer über die Wiese fährt, ist die Wiese erstmal platt. So. Das ist ja einfach so. Und, wenn dann noch, keine Ahnung, der Panzer hat jetzt eigentlich den Verbrauch von 3 Litern auf einen Kilometer, sondern der braucht bestimmt 40. Diesel. Und hat keine Partikelfilter. Ihr seht, ich sehe das halt ein bisschen ja, differenzierter, vor allen Dingen, weil ich mir denke dann, gut, okay. Dann natürlich auch noch die langfristige Umweltverschmutzung, ja. Die natürlich durch den Krieg ausgeht. Ich meine, was weiß ich, wenn dann da irgendwelche Minenfelder entstehen oder im Meer irgendwelche Giftfässer rumliegen, ja. Das ist ja alles nicht so umweltideal. Und, das ist natürlich dann auch eine langfristige Verschmutzung, die man vielleicht aufhalten oder verändern könnte. Indem man einfach aufhört, das so zu... Jetzt hängt's oder was? Ne, jetzt hängt mein Media Player. Sehr geil. Das ist natürlich richtig fett. Aber ich werde das jetzt nicht in den Müll schmeißen, die Tonaufnahme, die ist dafür zu ordentlich. Jetzt hat er sich wieder, jetzt muss ich nur gerade die Stelle suchen, wo ich grob war. Ist jetzt wahrscheinlich etwas asynchron. Ich schätze mal, dass ich ungefähr hier war. Tut mir leid, aber ich denke, darum geht es jetzt auch gar nicht so zwingend. Ja, was wollte ich sagen? Jetzt bin ich natürlich raus. Geil. Nee, ich denke halt, das ist einfach Krieg, weil dann müsste man nicht mehr so viel Geld für Kriegswaffen ausgeben, weil Krieg ist teuer und so, ne? Expensive. Kann man sich nicht so leisten. Wenn der Krieg so heftig ist. Und, nee, ist einfach halt scheiß teuer Krieg und
Es ist natürlich auch, es tut der Bevölkerung nicht gut, ja, weil es einfach langfristige Umweltschäden und ich glaube, durch weniger Krieg könnte man, nur durch keinen Krieg mehr, könnte man ja die ganzen CO2-Ausstöße schon dermaßen verringern. Aber man darf natürlich auch in keinem Fall, sollte man vernachlässigen, dass wir ja am Krieg verdammt viel Geld verdienen. Und das nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön viel. Weil der Krieg, mein Deutschland ist ein enorm großer Waffenexportierer, Exporteur, Entschuldigung. Deutschland ist ein extrem großer Waffenexporteur. Und, ja. Aber ihr seht, dem ML komme ich nicht hinterher, weil der einfach oben so träge wird. Der zieht 3, 4, aber dann sollte man schalten. Aber das ist realistisch. Ein XC90 war nie schnell. Er war immer sicher, aber er war nie schnell. Ja, ich sehe einfach halt das Problem in dem Krieg, weil dann könnte auch die Bevölkerung sich besser ernähren, weil dann müsste niemand mehr in den Krieg ziehen. Das heißt, jeder könnte seinen Acker bestellen und die Umweltverschmutzung wäre natürlich niedriger und ja, also Zeugs wäre dann natürlich schon auch äußerst praktisch. Und deswegen sehe ich halt diesen Klimagipfel, weil ich glaube nicht, dass der Mensch sich das rausnehmen kann, diese 2 Grad da irgendwie zu beeinflussen direkt. Weil wir sind Bewohner auf dieser Erde und das ist die beste, die wir haben. Hashtag Komödie. Ich bin ich bin schulgeschädigt, glaubt's mir, es ist wirklich grausam im Moment. Und wir sollten das Beste daraus machen. Und ja, Klimagipfel ist eine gute Sache auf jeden Fall, dass man sich mit Umweltschutz beschäftigt. Aber ich kann genauso gut die Staaten verstehen, die sagen, ich will, dass meine Leute Essen haben, nicht irgendwie Umweltschutz. Wenngleich das natürlich auch so ein bisschen miteinander einhergeht. Wenngleich ich das dann immer etwas ironisch finde, wenn sie solche Gipfel dann immer in den komplett verglasten Gebäuden in der 20. Etage machen und dort mit dem Flugzeug hinfliegen. Privatjet. Es tut mir leid, ich finde es dann irgendwie ironisch. Ich kann das nicht so ganz für ernst und voll nehmen. Weil ich mir dann denke, ja, was soll denn das? Die befolgen das doch selber überhaupt nicht. Warum sollten die damit jetzt ein gutes Vorbild für die Bürger sein? Das verstehe ich irgendwie nicht. Das geht nicht in mein Head rein und so, ne? Das ist nicht so meins. Das verstehe ich irgendwie nicht. Weil, das ist ja total widersprüchlich, ja, was die da schon an CO2 verpulvern, wenn sie dahin fliegen oder dann da oben mit Klimaanlage und klimatisiert und dann den im Kamerun den nordamerikanischen Seelachs essen und es tut mir leid, ich finde das absolut ironisch, ich weiß nicht, ich finde das ist total bescheuert im Grunde. Einfach, ja, also ich verstehe das nicht. Ich kann mir das nicht erschließen. Wieso wir sowas hier haben, ja. Weil das einfach für mich total unlogisch und unrealistisch und sonst sowas ist, ja. Das Prinzip einfach, ja. Wir sagen, wir wollen die Umwelt retten und kommen mit dem Flugzeug angeflogen und alles Mögliche. Das ist für mich absolut sinnbefreit und schwachsinnig. Und dann wirkt es auch überhaupt nicht glaubwürdig. Ja, ich finde, ein Politiker ist viel, viel glaubwürdiger. Wenn der irgendwie solche Sachen dann letztendlich auch befolgt, ja, anstatt da irgendwie den Philosoph zu spielen, der es selber nicht einhält, was er sagt. Und deswegen sehe ich das dann immer etwas kritisch, wenn dann die Merkel hinfliegt und sagt, wir wollen den CO2-Ausstoß reduzieren, die Erderwärmung auf 2 Grad reduzieren, vor allen Dingen mit CO2 ausstoßen, sich dann hinstellt
Und keine Ahnung, die deutsche Bratwurst ist, die aus Kamerun kommt und wenn sie in Australien sitzt oder so. Ungefähr so kommt mir das vor und deswegen habe ich da ein bisschen was dagegen. Aber es ist an sich eine super Sache. Wir sind jetzt hier auch schon mehr oder weniger schon am Ende vom Video und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin, ciao, ciao und bis bald.